Als nächstes freue ich mich wieder ganz besonders, euch viele Gatter vorzustellen. Ich möchte euch ganz zu Anfang mal meinen Corona-Bauch vorstellen. Ja. Er ist gewachsen und gediehen und ich bin echt stolz auf ihn, den will ich nicht. Aber er lässt sich nicht mehr verstecken. Ich will mich einigermaßen kurz halten. Ich habe nichts wirklich vorbereitet, aber ich habe eine gute Nachricht für euch. Also eigentlich ist es nur eine gute Nachricht für mich. Ich hatte vor 5 Monaten ungefähr hier eine Rede gehalten und ich war richtig grantig und habe geschimpft und habe unter anderem den Qualitätsjournalisten Alexander Schneider von der Sächsischen Zeitung unter anderem als Scheiß-Haltungsjournalisten bezeichnet, aus der Rede raus. Und danach kam die Polizei zu mir und hat gesagt, wir hätten gern mal ihre Daten, weil der Herr möchte eine Strafanzeige wegen Beleidigung gegen sie stellen. Da gibt es gar nichts zu lachen, das ist eine ernste Sache. Jedenfalls habe ich also letzte Woche Post bekommen von der Staatsanwaltschaft, habe eine Minute gezögert, ob ich es aufmache. Ich mache es dann auf und da stand dann drin, das Verfahren wird eingestellt. Ich lese die Artikel von Alexander Schneider auch regelmäßig. Er ist eigentlich Gerichtsreporter hauptsächlich, berichtet also von Gerichtsverfahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man erfährt eigentlich relativ schnell, ob der Herr Schneider der Meinung ist, ob jemand zu Recht oder zu Unrecht verurteilt bzw. freigesprochen wurde. Also er legt sehr viel Meinung in seine Artikel. Ich hatte ihn seinerzeit kritisiert, weil er aus einer Demo mit 5000 Menschen auf dem Theaterplatz Ende Oktober, am 31. hat er, glaube ich, im nächsten Artikel nach ein paar Monaten nur noch 1000 gemacht. Er hat den Namen von Markus falsch geschrieben und er berichtet also so, was so sein Gefühl ist, aber nicht das, was Tatsache ist. Und es setzt sich eigentlich auch fort. Also der Herr Schneider hat es in den gut 8-9 Monaten, die wir jetzt hier auf dem Altmarkt demonstrieren, nicht geschafft, über die Inhalte zu berichten, sondern er hat in der Regel von irgendwelchen vermeintlichen oder tatsächlichen Maskenstößen berichtet. Er hat von Hitlergrüßen, die am anderen Ende vom Altmarkt stattgefunden haben. Jetzt muss ich überlegen, dass ich den richtigen Arm nehme. Also letzte Woche war es, glaube ich, ganz da hinten. Abseits von jeder Demo hat jemand einen Hitlergruß gezeigt. Und es kommt dann in den Artikel zu den Querdenkern mit rein, als hätte das irgendwas mit uns zu tun. Der Herr Schneider ist und bleibt, ich nenne ihn lieber zukünftig Qualitätsjournalist. Ihr wisst dann, was ich meine. So, das also zur Presse. Früher war auch mal der Ich finde es vor allem eine Lückenpresse. Also sie lassen das weg, was ihnen nicht genehm ist und dichten das andere dazu, was sie irgendwie vom Hörensagen mitbekommen haben. Vorhin habe ich auch den Herrn Christoph Springer von der Sächsischen Zeitung hier gesehen. Den muss man auch mal loben, den Herrn Springer. Der Herr Springer hat also 2 Artikel geschrieben, hat jetzt nichts mehr mit Corona zu tun, über den sogenannten Unfallatlas. Der Unfallatlas zeigt auf einer Karte, wo in Dresden oder auch deutschlandweit gehäuft oder auch einzelne Unfälle auftreten. Da steht dann drin, es war beteiligt ein Auto und ein Fahrradfahrer. Und dieser Unfallatlas, den gibt es schon seit 5 Jahren. Und der Herr Springer hat es jetzt also endlich geschafft, mal über den Unfallatlas zu berichten. Und dafür lobe ich ihn ausdrücklich. Er hat allerdings auch eine Straße, und zwar die Rotenburger Straße in der äußeren Neustadt, zu einem Unfallschwerpunkt erklärt mit 11 Unfällen in einem Jahr. Ich habe mal nachgeguckt, kann man nämlich. Von diesen 11 Unfällen waren 10 Unfälle allein unter Beteiligung von Fahrradfahrern. Und mit großer Sicherheit sind die in die Schienen gekommen in der Rotenburger Straße. Das mal als Beispiel, wo man aus einer Unfallstelle, die keine ist, eine macht. Und wie man durch Qualitätsjournalismus das Bild schiefrücken kann, damit die Leute überall Angst haben. Und jetzt schlage ich den Bogen. Der Stadtrat, der da regelmäßig im Rathaus tagt, inzwischen tagt er in der Messe wegen den größeren Abständen, die möglich sind. Die nächste Stadtratssitzung ist in knapp 4 Wochen am 23. September, also 3 Tage vor der Bundestagswahl. Und wie die meisten von euch wissen, beschäftige ich mich mit dem Stadtrat und gehe auch regelmäßig hin, schaue mir die Livestreams an. Ich kann euch also nur empfehlen, es wäre vor der Bundestagswahl vielleicht gar kein so schlechtes Zeichen, wenn sich die Dresdner Bürger vor der Messe in Dresden versammeln würden. Donnerstag, 23. September, 16 Uhr geht die Sitzung los, falls sich nicht noch was ändert, um den Stadträten, die hier die politische Verantwortung tragen, die Meinung zu geigen, natürlich friedlich, aber bestimmt. In der Regel gibt es dort 5 Besucher pro Stadtratssitzung. Tut mir einen Gefallen, schwingt euren Poppes,
wie man morgen sagt, zur Messe in Dresden am 23. September und zeigt den Stadträten vor der Sitzung nochmal, dass ihr Fragen zur Corona, warum schafft es die Stadt nicht, die Zahl der insgesamt durchgeführten Tests zu veröffentlichen? Warum werden keine Obduktionen gemacht und viele andere Fragen direkt an die Stadträte stellen, damit die Verwaltung endlich dazu anhalten, diese Zahlen zu erheben bzw. zu veröffentlichen? Und damit der Markus keinen Herzkasper kriegt, mache ich jetzt Schluss. Engagiert euch politisch und vor allem geht wählen. Lasst euch nicht verarschen. Die Wahlen werden nicht gefälscht. Gebt eure Stimme. Danke. Danke auch, dass du mein Herz geschult hast. Du musst ja ein bisschen Zeit gut machen. Aber ich kann nur zustimmen mit dem Thema Wahl. Geht wählen. Und geht nicht nur wählen, sondern wir haben ja auch noch Informationsmaterial. Ihr könnt auch als Wahlbeobachter tätig werden. Wir haben ja Flyer für euch, da steht genau drin, was eure Rechte sind als Wahlbeobachter, was ihr alles beobachten dürft, kontrollieren dürft. Ihr müsst auch nicht den ganzen Tag bleiben. Ihr könnt auch nur abends zur Stimmauszählung kommen oder vormittags nur, wenn ihr da nur Zeit habt. Jedenfalls könnt ihr als Wahlbeobachter sicherstellen, dass zumindest in den Wahllokalen während an Wahltag kein Betrug stattfindet. Ich möchte euch alle bitten, wenn ihr das schafft, am Wahltag am 26.09. 1, 2, 3 Stunden Zeit zu opfern, um als Wahlbeobachter euch einzubringen hier und eine sichere und legitime Wahl abzusichern, dann tut das. Ich möchte euch gleich noch was sagen. An mich ist auch angetreten worden, ob ich nicht Tipps geben kann. Ich kann euch nur sagen, es gab genug Zeit, sich als offizieller Wahlhelfer zu bewerben. Die Frist ist irgendwann verstrichen. Jetzt werden nur noch erfahrene Wahlhelfer genommen. Ich empfehle euch, wenn ihr Wahlbeobachter sein wollt, dann stört die Wahl nicht und geht auch erstmal nicht davon aus, dass dort betrogen wird. Ich habe schon Wahlhelfer gemacht und ich kann euch sagen, alle Leute, die ich gesehen habe, haben das sehr gewissenhaft gemacht und die Unterstellung, dass unsere Wahlen gefälscht wurden, ich halte es für eine große Lüge. Beobachtet, was passiert und lernt was dazu, aber mit der Einstellung einzugehen, dass man dort Wahlbetrug verhindern müsste, halte ich für falsch. Das sind Leute wie du und ich, wie ihr und ich, die betrügen nicht, die machen ihren Job in aller Regel gewissenhaft. Dafür würde ich für die Wahlhelfer, mit denen ich zusammen war, die Hand ins Feuer legen. Also geht nicht mit der Einstellung als Wahlhelfer rein, dass dort Betrug stattfinden würde, wenn ihr es nicht kontrollieren würde. Ich kann es nicht ganz ausschließen, aber mit der Einstellung reinzugehen, dass dort Betrug stattfinde und man ihn verhindern könnte, halte ich für Blödsinn. Guckt euch genau an, wie so eine Wahlauszählung funktioniert. Da geht alles mit rechten Dingen zu. Das habe ich kann ich aus meiner Erfahrung sagen. Danke. So, vielen Dank, viele. Und bevor